1978 erschien John Carpenters Halloween, die Nacht des Grauens. Die US-Produktion mit einem R-Rating hatte ein Budget von $325.000 und spielte allein in Amerika 47 Millionen wieder ein. Der Film war ein weltweiter Erfolg an der Kinokasse, bekam aber anfangs geringschätzige oder gar keine Kritiken. Erst als die erste positive Kritik von einem renommierten Kritiker erschien, zogen andere nach. Heute gilt er als genreprägender Vorläufer des Slasher-Films. Bei etwas genauerer Betrachtung war er nur der erste richtig erfolgreiche Film seiner Art. Denn viele Innovationen werden ihm einfach nur angedichtet. Den Slasher-Film hat er nicht erfunden. Diese Krone gebührt eher Mario Bavas italienischer Produktion Im Blutrausch des Satans von 1971. Noch war er der erste Film, der die typischen Motive einführte, die später zu den Standardthemen des Slasher-Films zählen sollten. Wie die subjektiven Kameraaufnahmen, sogenannte Point-of-View-Shots aus der Sicht des Killers oder das serienhafte Töten junger Mädchen durch einen unbekannten psychopathischen Mörder. Vorzugsweise an einem Feiertag mit einem Final Girl am Ende. Dieses Verdienst kann sich Bob Clarks kanadische Produktion Black Christmas von 1974 auf die Fahnen schreiben. In der Halloween-Nacht 1963 tötet der 6-jährige Michael Myers seine 17-jährige Schwester mit einem Küchenmesser. Michael? Er verbringt die nächsten 15 Jahre in einem Sanatorium, wo er einen Tag vor Halloween ausbricht und anfängt, Menschen in seiner Heimatstadt umzubringen. Sein behandelnder Arzt Dr. Loomis versucht, die Leute zu warnen. Aber niemand scheint den Ernst der Lage zu begreifen. Na los, komm schon raus. Regisseur John Carpenter arbeitete bei seinem vierten Film aus Kostengründen mit vielen damals unbekannten Darstellern. Wie die spätere Scream Queen Jamie Lee Curtis, die hier auch ihr Kinodebüt gab. Donald Pleasence war der einzige Star am Set. Das Projekt wurde Carpenter von Produzent Irwin Jablans angeboten, nachdem der zusammen mit Finanzier Mustafa Akkad das Ende auf einem Filmfestival gesehen hatte. Er wollte einen Film über einen Babysitter, der von einem psychisch kranken Killer terrorisiert wird. Und kam auch mit der Idee für den Filmtitel. Der kultige Soundtrack von John Carpenter trug maßgeblich zum Erfolg des Films bei. Ich persönlich bevorzuge Teil 2, bei dem auch Alan Howarth mitgearbeitet hat. Als ich damals Halloween mit einem Kollegen schaute, waren wir natürlich begeistert von der unheimlichen Atmosphäre und der fantastischen Filmmusik. Er hob sich schnell deutlich von seinen vielen Plagiaten ab, die versucht haben, fehlende Spannung und Suspense mit immer mehr Gore auszugleichen. Der Film besitzt auch heute noch einen sehr hohen Unterhaltungswert. Für mich hauptsächlich durch die sehr gute Kameraarbeit und den vielen kleinen Dingen. Wie das Ding aus den 50ern, der im Fernsehen läuft. Oder die Tatsache, dass Myers eine echte Captain Kirk-Maske trägt, die einfach nur weiß angemalt wurde. Für die TV-Ausstrahlung 1981 wurden 12 Minuten zusätzliches Material von Carpenter nachgedreht. Das geschah während der Dreharbeiten zu Teil 2. Die Szenen erklären aus meiner Sicht etwas zu viel und unterscheiden sich ein bisschen in ihrer Qualität vom Originalmaterial. Diese Version ist auch als Extended Edition bekannt. Aber ich denke, hier ist weniger mehr. Ich habe mich zu Tode erschreckt bei diesem Kindergeschrei. Sie wissen doch gar nicht, was tot ist. 1981 erscheint Halloween 2 und verschwindet seit 1990 dank Beschlagnahme auf Nimmerwiedersehen, um dann irgendwann in einer unzumutbaren, bis zum Kotzen geschnittenen Fassung wieder aufzutauchen. Der Film nach einem Drehbuch von John Carpenter schließt nahtlos an Teil 1 an. Michael Myers ist nach dem Sturz aus dem Fenster verschwunden. Während Dr. Loomis versucht, ihn in der Stadt zu finden, begibt er sich zum Krankenhaus, in dem sein letztes beinahe Opfer Laurie gebracht wurde. Bevor er sie erneut konfrontiert, müssen einige Krankenhausmitarbeiter dran glauben. Mr. Garrett?
Der Film war zwar ein finanzieller Erfolg, bekam aber zu Recht eher gemischte Kritiken. Er ist aus meiner Sicht der beste unter den Fortsetzungen. Aber das heißt absolut gar nichts, wenn man bedenkt, wie schlecht die sind. Die Abwesenheit von Carpenter ist deutlich spürbar, der selber nicht zufrieden war und einige Szenen nachdrehte. Regisseur Rick Rosenthal, der hier seinen ersten Kinofilm ablieferte, beweist mit späteren Totalausfällen wie Die Vögel 2 oder Halloween 8, dass es durchaus hätte schlimmer kommen können. Ich persönlich fand den damals eher mittelmäßig, immer noch um Klassen besser wie Freitag der 13. und Citizen Kane im Vergleich zu jeder seiner Fortsetzungen. Aber mehr dazu in den Specials. ...1982 erscheint mit Tommy Lee Wallace Halloween 3 die Nacht der Entscheidung erneut ein Regiedebüt produziert von Carpenter. Ein Arzt entdeckt eine Verschwörung. Ein Spielzeugfabrikant versucht mittels ferngesteuerter und präparierter Halloween-Masken tausende von Kindern zu töten. Dies soll mittels eines Werbespots in der Halloween-Nacht ausgelöst werden. Halloween 3 hat rein gar nichts mit seinen Vorgängern zu tun und ist eine eigenständige Geschichte. Die ergibt überhaupt keinen Sinn und eignet sich dank der kurzen Handlung höchstens für eine Episode Marke Twilight Zone. I've got nothing here to indicate there was ever a body at all. Operator, this is an emergency. I do love a good joke, and this is the best ever. A joke on the children. I'm glad you'll be able to watch it. You've got to believe me! They're going to kill us. All of us. Stop it! The world's going to change tonight, Doctor. Happy Halloween. Stop it! Halloween 3. Season of the Witch, the night no one comes home. Und tatsächlich war so etwas Ähnliches geplant, halt nur fürs Kino. Dafür hatte man aus meiner Sicht einfach zu wenig Story. Heraus kam ein wirrer, völlig hanebüchner Quark, der noch nicht einmal vor Zauberei zurückschreckt. Er bekam zu Recht überwiegend negatives Feedback und spielte von allen Halloween-Filmen am wenigsten wieder ein. Dank seiner guten Besetzung, einer durchgeknallten Handlung, die ihresgleichen sucht und völlig überzogenen, unpassenden Effekten, hat er immerhin einen hohen Trash-Unterhaltungswert. Und hält sich wacker an die Halloween-Faustregel, nicht so gut wie sein Vorgänger, aber wenigstens nicht so schlecht wie sein Nachfolger.